die nächste halbe Stunde Informationen übermittelt, und zwar Informationen, die er als Vertreter auch der FKTG, des ITG, der SMPTE und der IEEE, wo er überall Mitglied ist und aktiv auch mitarbeitet, unseren Mitgliedern jetzt und unseren Zuhörern weitergeben wird. Herr Professor Hittge, ich gebe Ihnen das Wort und ich freue mich darauf, dass Sie jetzt das Seminar übernehmen werden. Vielen Dank, Herr Wagner, für die nette Einführung. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu unserem ersten Webinar. Und da wir ja im Zeitalter der Plagiatsvorwürfe leben, möchte ich damit beginnen, jetzt Literaturhinweise zu geben, damit Sie das, was ich Ihnen jetzt erzählen werde, auch nochmal nachlesen können. Da ist ja zunächst die FKT. Sie kennen die ja alle. In der FKT sind ja immer sehr gute Berichte, auch über 3D. Da möchte ich an ein Heft erinnern, das Heft 11 von 2010, wo dann über S3D-HD-Produktion berichtet worden ist. Es gibt dann auch noch ein Buch von dem Herrn Tauer über Stereo-3D. Herr Tauer war übrigens der Preisträger im letzten Jahr des Hochschulabsolventenpreises der FKTG. Wer es jetzt etwas wissenschaftlicher haben möchte, dem empfehle ich dann hier die IEEE. Da gab es jetzt gerade im April eine Sonderausgabe, ein Themenheft von den Proceedings of the IEEE über 3D und natürlich auch die Publikation der SMPTE. Auch da gab es jetzt im Mai-Juni-Heft, dem Motion Imaging Journal, gab es auch ein 3D-Themenheft und natürlich auch die 3D-Konferenz im Juni in New York. So, dann können wir mal loslegen. Was ich Ihnen eigentlich heute erzählen möchte, ist über 3D-Produktion. Wir hier an der Hochschule Rhein-Main beschäftigen uns ja schon seit mehreren Jahren mit dem Thema 3D, sowohl für das Kino als auch für das Fernsehen. Also wir, das ist mein Kollege Wolfgang Ruppel und ich. Und wir haben das große Glück, dass wir neben den wissenschaftlichen Arbeiten auch die Möglichkeit haben, hier auch 3D-Sequenzen über 2DVS Clipster uns ausspielen zu können und das sowohl am 3D-Display als auch über eine 3D-Produktion in unserem digitalen 3D-Kino mit einem 2K-Projektor von Christie uns anzuschauen. So, das war jetzt aber genug der Werbeeinblendung und jetzt gehen wir mal los. Es sieht also heute so aus, kurze Einleitung, ich mache es ein bisschen kürzer, damit wir ein bisschen Zeit sparen, weil das meiste ja schon bekannt ist. Ich werde ein bisschen auf die Grundlagen eingehen, weil das einfach notwendig ist, um die 3D-Stereoproduktionstechnik verstehen zu können und dann einen kurzen Ausblick und ein Fazit geben. Gut, Sie wissen ja, Stereoskopie ist schon uralt. 1832 ist das Stereoskop erfunden worden, 1853 Anaglyphenverfahren. Herr Professor Hittge, Sie haben keine Folien freigegeben, wenn ich das mal bemerken darf. Dürfen Sie gerne. Ja. So. Wenn Sie jetzt auf Ihr. Ja, jetzt kommt es bei uns an. Vielen Dank. Die Historie jetzt da? Gut. Wunderbar. Also, nochmal. 1832 ist das Stereoskop erfunden worden. 1853 Anaglyphenverfahren und die erste Stereokamera mit 1894 und das erste Stereokino 1900. 1922 gab es den ersten 3D-Spielfilm in Los Angeles mit Anaglyphen und auch im Bereich von Fernsehen wurden bereits 1928 erste 3D-Experimente durchgeführt. Sie können natürlich sagen, mit was denn, nämlich mit der Nipkow-Scheibe. 1953 gab es experimentelles 3D-TV und auch hier in Deutschland fing es eigentlich 1982 an mit der ARD in Hamburg mit dem Anaglyphenverfahren und ich erinnere mich noch dunkel, dass wir bei unserer HDTV-Eureka-Veranstaltung Ende der 80er Jahre eigentlich auch so eine Samstagabend-Show in 3D aufgenommen haben in HDTV. Leider habe ich darüber nichts mehr gefunden, wahrscheinlich hat diese Sendung keiner zu Ende gesehen, weil es ihm dann zu schlecht gegangen ist. Gut, aber dann fing es eigentlich dann im Jahre 2000
2002 eigentlich an mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Dann gab es also auch gerade in den USA sehr viele Sportübertragungen, die in 3D gesendet worden sind. Und das endete dann endete nicht, aber das gab einen Höhepunkt im letzten Jahr mit der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft, wo 32 der 64 Spiele in 3D gesendet worden ist. Das sollte man dann mal uns anschauen, wie das so mit den Filmen war. Also Mitte der 50er Jahre gab es also einen rapiden Anstieg an Filmen und dann ging es aber auch genauso schnell wieder zurück. Dann gab es so lange Zeit also kaum etwas. Erst nach 25 Jahren fing es dann wieder an, als die IMAX-Kinos dann hochkamen, dass man als Attraktion jetzt hier 3D-Kinos dann sehen konnte. Aber auch da wurde es dann stiller. Und erst weitere 25 Jahre später fing es dann an mit den 3D-Filmen, die wir dann kennen. Die Frage ist jetzt, ob es dann wieder runtergeht. Glücklicherweise sieht es jetzt nicht so aus, weil die Voraussetzungen ja doch anders geworden sind. Und der Anstieg an Filmproduktionen seit 2003 geht eigentlich sukzessive nach oben. Erwähnenswert ist auch noch, dass die ersten Filme eigentlich zum großen Teil Animationsfilme waren, weil aus diesen Animationsfilmen eigentlich die zweite Ansicht sich eigentlich sehr einfach und auch sehr sauber herausrechnen lässt, sodass man eigentlich da auch sehr gute Qualität in den Kinos gehabt hat oder auch immer noch hat. Inzwischen gibt es in 2011 auch angekündigt, beziehungsweise teilweise auch schon veröffentlicht, also mehr Kameraproduktionsfilme als Animationsfilme. So, nochmal kurz der Unterschied zwischen 3D-Kino und 3D-Fernsehen, weil es ganz wichtig ist, weil im 3D-Kino haben Sie normalerweise eine feste Betrachtungsposition, Ihren Sitzplatz in einer definierten Umgebung, Ihrem Kino. Zu Hause sieht es bei jedem anders aus, das heißt, die Fernseher stehen woanders, die Sessel stehen woanders und die Zuschauer haben eigentlich auch andere Sehgewohnheiten. Deswegen ist im 3D-Kino auch eine Ansicht ausreichend, weil ich ja da auch fest an einem Platz sitze. Beim 3D-Fernsehen redet man davon, dass man perspektivische Ansichten notwendig hatte, wenn man mal aufsteht, möchte man eigentlich auch dann oder ist man auch gewöhnt, ein 3D-Bild auch perspektivisch zu sehen, auch von unterschiedlichen Sichtwinkeln aus. Im 3D-Kino ist auch die Brille zumutbar. Ja, es wird eigentlich auch erwartet, dass die Zuschauer für den erhöhten Eintrittspreis auch eine Brille bekommen, während man zu Hause eigentlich die Brille meistens als störend empfindet. Auch die Bandbreite und Distributionskanäle beim 3D-Kino sind eigentlich gut und vorhanden. Das heißt, es gibt normalerweise einen Falltransfer, wo das also in den Server des Kinos dann eingespielt wird, entweder über irgendwelche Verteilwege, Netze oder auch einfach durch den Versand von Festplatten. Wäre natürlich, Sie wissen, dass beim Fernsehen die Bandbreite immer beschränkt ist, gerade bei Live-Betrieb. Und das Übertragungsformat ist hier undefiniert. Das stimmt im Moment nicht so ganz, würden Sie sagen, weil DVB gerade etwas standardisiert hat oder festgelegt hat. Aber das ist meiner Ansicht nach nur ein Übergangsszenario. Wichtigste ist einfach, im 3D-Kino verdient man Geld. Viele der Einnahmen, die Kinobetreiber bekommen, beziehungsweise gerade auch dann die Kinos, die Filme machen, kommen aus 3D-Filmen. Beim 3D-Fernsehen ist die Frage, wer bezahlt? BSkyB in England, die haben einen 3D-Kanal und der ist im Moment für die Leute frei, die jetzt HDTV abonniert haben. Ja, also unterm Strich, also für das 3D-Kino ist die Technik verfügbar und bezahlbar. Beim 3D-Fernsehen sieht es eigentlich so aus, dass zwar die modernen TV-Geräte alle 3D-fähig sind, deswegen verkaufen sie die ja auch, deswegen wird es ja auch propagiert, dass wir jetzt 3D machen, aber meistens mit Brille. Die Technik ohne Brille ist also wesentlich komplexer und derzeit also kommerziell nicht erhältlich und nach einhelliger Meinung der meisten Experten wird es noch 7 bis 10 Jahre dauern, bis diese Technik jetzt hier auch für den Konsumer verfügbar sein wird. So. Schauen wir uns mal die Grundlagen an. Also der Mensch sieht mit 2 Augen, würden Sie sagen. Das heißt, wir haben hier eine Szene und wir schauen da mit dem linken oder mit dem rechten Auge drauf. Und der Unterschied in
der Auge, in der Abbildung in dem Auge, vom linken und dem rechten Auge setzt das Gehirn zusammen zu einem tiefen Eindruck, vorausgesetzt, dass es jetzt sich hier in diesem Panum-Bereich befindet. Neben dieser binokularen Sehensweise mit den zwei Augen gibt es auch noch eine ganze Reihe von anderen tiefen Informationen, die monokulare Natur sind, das heißt, die also zweidimensional sind, die ich mit einem Auge sehen oder auf einem Blatt machen kann. Sie erinnern sich, wenn Sie ins Museum gehen, sehen Sie alten Meister, die also hervorragend dann diese tiefen Informationen in Bildern umgesetzt haben. Also ist zum ersten zu nennen die Fokussierung, das heißt also das, was jetzt Hauptbestandteil des Bildes ist, ist scharf und das, was dann unscharf ist, ist entweder davor oder dahinter. Ein nächstes wesentliches Merkmal ist die Perspektive. Das heißt, wenn Sie jetzt diese perspektivischen Fluchtlinien hier sehen, dann können Sie daran die Tiefe des Objekts eigentlich sehr schön abschätzen. Aber auch die relative Größe ist ein wichtiges Kennzeichen, weil der Mensch eigentlich gelernt hat, wie groß ist ein Objekt. Und Sie wissen genau, eine Palme ist also kleiner als ein Hochhaus. Und da die Palme hier wesentlich größer ist als das Hochhaus, muss also das Hochhaus im Hintergrund sein. Eine andere Möglichkeit, die Tiefe zu erfassen im zweidimensionalen Bereich, ist also noch die Verdeckung. Sie sehen also hier, obwohl jetzt hier kleinere Gebäude hier sind, verdecken die hier einen Teil des großen Gebäudes und daher weiß ich, dass jetzt hier das Gebäude im Vordergrund ist und das andere im Hintergrund. Auch die Helligkeiten spielen jetzt hier eine Rolle. Wenn ich jetzt hier in die Ferne schaue, dann habe ich dann viel Atmosphäre. Diese Atmosphäre führt dazu, dass ich einen hellen Hintergrund habe. Wenn ich ein Bild sehe mit einem hellen Teil hier oben, dann weiß ich, dass diese Berge sich in weiter Ferne befinden müssen. Aber auch Texturen sind ein wichtiger Hinweis auf die Tiefe. Im Vordergrund sind die Texturen sehr fein unterteilt. Dann in Richtung des Hintergrunds werden sie kleiner und hinten verschwimmen sie, sodass man nicht mehr richtig erkennen kann. Dazu zählen auch noch Schatten, die auch nochmal diesen tiefen Eindruck verstärken. Und auch eine Bewegungsparallaxe. Sie kennen alle die Situation, Sie sitzen im Auto, schauen zum Seitenfenster raus und dann sehen Sie die Objekte, die nah sind, schneller vorbeifliegen als die, die im Hintergrund sind und ganz am Horizont, der scheint eigentlich stillzustehen. Sie sehen also, es gibt also sehr, sehr viel mehr Informationen monokularer Art und der Mensch hat eigentlich gelernt, diese Eigenschaften als sogenannte Depth Views zu benutzen, um alle zusammen zu einer Entfernungsabschätzung zusammenzuführen. Wichtig ist natürlich ganz klar, wenn ich jetzt hier etwas künstlich erzeuge, dass sich diese eigenen Eigenschaften sich nicht widersprechen dürfen, weil das ist der Mensch nicht gewöhnt und dann gibt es eigentlich Unwohlsein. Erstaunlicherweise ist eigentlich das, was wir unter stereoskopischem Sehen verstehen, eigentlich das mit den beiden Augen, eigentlich nur auf ganz kurze Entfernung eigentlich wirksam. Denn von früher her war es natürlich auch so, oder auch heute noch so, dass es ganz wichtig ist, dass der Mensch eigentlich mit seinem Arm irgendetwas greifen muss, irgendwas hinlegen muss und da muss natürlich die Entfernungsbestimmung eigentlich sehr genau sein. Wenn es weiter weg ist und ich komme nicht ran, dann ist es nicht mehr so wichtig. Und nur wenn ich jetzt hier andere Hilfsmittel noch von den anderen Depth-Skews hier, von den monokularen Depth-Skews mit dazu nehme, dann kann das Gehirn eigentlich diese kurze Entfernung noch ein bisschen erweitern auf bis maximal 30 Meter, also wie früher die Neandertaler, die mussten dann auch die Entfernung dann schätzen, wo sie dann ihren Hasen dann mit ihrem Speer erlegen konnten. Aber dann ist dann Schluss. Und wenn ich auf größere Entfernung, Objekte und Größen schätzen möchte, dann brauche ich dann hier die monokularen Depth Cues. So, was passiert jetzt bei der Wiedergabe? Wenn ich jetzt hier ein Bild habe und schaue mir ein Objekt auf dem Bild an, dann habe ich zwei Augen und beide Augen fixieren jetzt hier den gleichen Punkt. Das heißt, der Bildpunkt für das linke und das rechte Auge sind hier exakt auf einem Punkt in meinem Bild vereint. Das nennt man, hat also keine Parallaxe. Will ich aber jetzt stereoskopisch sehen,
und das Element befindet sich jetzt hier im Hintergrund, dann sehe ich ja, dass wenn ich jetzt hier quasi meine Bildschirmebene jetzt hier diese Strahlen schneiden lasse, dass jetzt hier auf der Bildschirmebene zwei unterschiedliche Objektpunkte sich befinden, die eigentlich zu dem gleichen Punkt hier hinten im Objekt gehören, nämlich eine für das linke Auge und eine für das rechte Auge. Und die Entfernung, in der ich jetzt hier dieses Objekt hier sehe, die ist gegeben einmal durch den Abstand des Betrachters zu dem Bildschirm, natürlich dem Augenabstand, den ich hier habe, und natürlich dem Abstand zwischen diesen beiden Punkten auf der Bildschirmfläche. So, wenn ich mir das jetzt hier im Anaglyphenverfahren anschaue, da sehen Sie jetzt hier an dem Bild, dass das rechte Auge hier in rot eingefärbt ist, das andere ist grün eingefärbt, dass jetzt hier im Hintergrund jetzt diese beiden Bildpunkte sich unterscheiden. Das ist jetzt diese Entfernung, die ich jetzt hier da auch angezeichnet habe. Habe ich jetzt hier eine HD-Aufzeichnung und möchte die in einem Kino wiedergeben, habe ich also das Bild wesentlich größer. Das heißt, dann habe ich bei einer 2K-Projektion, die ja eine ähnliche Auflösung hat wie richtiges HDTV, dann ist plötzlich die Entfernung, in dem ich mein Objekt sehe, wesentlich weiter hinten. Ich muss natürlich jetzt hier aufpassen, dass ich jetzt nicht so groß meinen Abstand zwischen D und E habe, dass er größer ist als mein Augenabstand E, denn das würde bedeuten, dass die Augen sich nach außen drehen und das ist der Mensch natürlich nicht gewöhnt und das führt natürlich sehr schnell zum Unwohlsein. Eine andere Sache ist natürlich, die Einfluss hat, ist natürlich jetzt hier die Entfernung. Das heißt, wenn ich näher rangehe, dann sieht auch jetzt hier die Entfernung zu meinem Objekt eigentlich kürzer aus. Soll ein Objekt vor dem Bildschirm erscheinen, dann habe ich die negative Parallaxe oder gekreuzte Parallaxe. Das bedeutet, auf meinem Bildschirm haben sich jetzt hier die Bildpunkte vertauscht. Das heißt, der Bildpunkt für das linke Auge ist rechts von dem für das linke Auge. Und damit kann ich jetzt hier also quasi Elemente aus dem Bildschirm heraus erscheinen lassen. Bildschirm heraus erscheinen, das hört sich natürlich sehr gut an, gerade für 3D, das sehen Sie öfters mal, dass so ein Gebilde vorne herauskommt. Das ist natürlich nicht darstellbar, weil natürlich diese Bildpunkte, die jetzt hier an der Seite herauskommen, die gibt es ja auf dem Bildschirm gar nicht, sondern das, was ich dann sehen würde, würde dann so aussehen, dass jetzt hier mein Objekt abgeschnitten wäre. Und das ist natürlich auch eine sehr unnatürliche Darstellungsweise. Sie müssen sich vorstellen, dass jetzt dieses Element natürlich für den Betrachter vor dem Bildschirm erscheint, aber nur zur Hälfte. Und da hilft man sich dadurch, dass man eben ein sogenanntes Scheinfenster hier nochmal reinbaut, also einen schwarzen Rahmen, sodass der Betrachter eigentlich das Gefühl hatte, er guckt durch ein Fenster und damit ist eigentlich der Rand hier verdeckt. Und das hilft ein bisschen jetzt hier diese Ungereimtheiten im Gehirn dann zu verhindern, die dann wirklich zu Problemen dann bei der stereoskopischen Aufnahme dann führen. So, jetzt kann man also das Gleiche machen mit den Kameras. Ich habe also jetzt hier zwei Kameras und die machen das Gleiche, was die Augen machen. Die konvergieren zu einem bestimmten Punkt hier. Und wenn ich diese Sachen wiedergeben will, dann habe ich natürlich jetzt hier eine Bildschirmebene, die waagrecht ist. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Abbildungsfehler von meiner Kamera zu meinem Wiedergabefenster und das von beiden Seiten. Und das bedeutet, dass ich jetzt hier so eine trapezförmige Verzerrung habe, die ich unbedingt natürlich ausgleichen muss, um jetzt einen 3D-Effekt zu bekommen. Andererseits kann ich natürlich nur das darstellen, was bei beiden Kameras aufgenommen worden ist. Das heißt, hier am Rande, das ist immer nur von der einen Kamera, das von der anderen Kamera, das muss ich dann abschneiden, das habe ich einen Cropping. Und damit habe ich jetzt also die Möglichkeit, indem ich jetzt hier die Konvergenz ändere, also meinen Kamerawinkel ändere, jetzt hier meine Wiedergabeebene jetzt hier zu verlegen. So, und je nachdem, wo ich jetzt das hingeschwenkt habe, kann ich jetzt hier mit dem Objekt mitgehen. Also gerade bei Live-Aufnahmen ist diese geschwenkte Anordnung eigentlich sehr zu bevorzugen und den nutzbaren Aufnahmebereich, der ist also jetzt dann so groß, wo also beide Kameras dann entsprechende
Bilder für beide Augen liefern. So, man kann natürlich jetzt auch das mit parallelen Kameras machen. Das heißt, ich habe jetzt parallele Kameras. Dann habe ich diese Trapezverschiebung dann nicht. Das heißt, da brauche ich also keine große Korrektur zu machen. Aber natürlich mein Fenster, mein Cropping-Fenster ist also viel größer. Ich muss also viel mehr hier abschneiden. Das zweite Problem ist, dass ja hier diese beiden Strahlen parallel sind, von der linken und von der rechten Kamera. Und Sie wissen, Parallelen schneiden sich im Unendlichen. Das heißt, meine Darstellungsebene für den Betrachter ist eigentlich weit, weit hinter meinem Fernseher. Quatsch. Also meine Betrachtungsebene von meinem Fernseher ist quasi im Unendlichen und alles das, was jetzt hier dargestellt wird, ist also vor dem Fernseher. Das ist natürlich auch nicht immer erwünscht, dass es jetzt hier die Möglichkeit gibt, bei den parallelen Kameras einen sogenannten Sensorshift zu machen. Das heißt, ich weiß ja, dass die Bildpunkte, die jetzt auf dem Bildschirm erscheinen, für das linke und für das rechte Auge aufeinanderfallen müssen. Das heißt, ich schiebe jetzt hier meine Sensoren bei der linken und bei der rechten Kamera so weit rüber, sodass das, was ich jetzt auf dem Bildschirm haben möchte, dass da die Punkte, wo die Objekte abgebildet sind, also identisch sind, links wie rechts. Nutzbarer Aufnahmebereich ist hier auch etwas größer. So, ich will Sie jetzt hier mit der Theorie hier nicht zu sehr quälen. Aber ich möchte Ihnen ein bisschen was so erzählen, was da rausgekommen ist. Also wenn das jetzt hier meine beiden Kameras sind, mein Fokus, und ich will jetzt hier diesen Konvergenzpunkt ausrechnen, da sehen Sie, dass dieser Konvergenzpunkt hier abhängig ist einmal von dem Abstand der beiden Kameras, von dem Fokus und natürlich von meinem Sensorshift. Das, was ich jetzt mit den Kameras aufgenommen habe, das muss ich natürlich hinterher auch wieder am Bildschirm wiedergeben, wie ich es eben schon gezeigt habe. Und wenn ich jetzt hier diese Anordnung auf meine Wiedergabe übertragen möchte, dann gibt es hier sogenannte Stereoformel, die man auch herleiten kann. Meine Studenten müssen das immer tun. Wo ich jetzt hier sagen kann, in welchem Abstand von dem Betrachter erscheint jetzt hier das Objekt am Bildschirm im Vergleich zu dem, wo ich es aufgenommen habe. Und Sie sehen, in diese Formel geht mit ein, einmal der Quotient von der Bildschirmebene bei der Wiedergabe zu der Sensorbreite hier. Das heißt, ich muss eigentlich bei der Aufnahme schon wissen, wie breit ist denn der Bildschirm, auf dem ich es wiedergeben will. Hier geht auch ein, jetzt hier der Betrachtungsabstand beim Heimempfänger, also vom Betrachter zum Empfänger oder im Kino. Das heißt, auch das muss ich jetzt mit berücksichtigen. Und was noch drin ist, ist dann hier einmal der Fokus und auch mal der Abstand der beiden Kameras, während man davon ausgehen kann, dass der Abstand der Augen ungefähr bei Menschen eigentlich ungefähr immer gleich, bei erwachsenen Menschen ungefähr bei 6,5 Zentimeter liegt. Eine weitere Sache, die man hier noch sieht, ist, dass die Abbildung keineswegs linear ist. Also das ZI ist nicht proportional zu dem Z0, also der Abstand hier von dem Objekt, was ich wiedergebe, ist nicht proportional zu dem Abstand, den ich jetzt hier habe, sondern ist jetzt hier durch diesen Faktor, der hier unten ist, nicht linear. Das heißt, es kommt dazu zu Verzerrung bei den Proportionen zwischen der Aufnahme und der Wiedergabe und das muss man hinterher ausgleichen oder man sieht es eben am Bildschirm. So, jetzt haben wir die Theorie gelernt. Was machen wir damit? Wir haben Produktionstechnik. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Weil zum einen gehören da die künstlerischen Aspekte dazu, die gestalterischen Aspekte und natürlich auch die technischen Aspekte, über die wir ja auch gerade reden. Man soll aber die künstlerischen Aspekte nicht vernachlässigen, denn der James Cameron hat mal gesagt, es ist nicht sinnvoll, einfach jeden Beitrag in 3D zu zeigen und zu produzieren, sondern die Geschichte muss dazu passen. Und diese dritte Dimension soll als erzählerisches Gestaltungsmittel genutzt werden. Das heißt also, es ist vollkommen unsinnig, wenn Sie jetzt einen Stereo-3D-Fernseher haben und der hat einen Knopf, wo Sie sagen können 2D, 3D und dann mache ich aus der 2D eine 3D-Aufnahme. Abgesehen davon, dass es jetzt hier technisch meistens auch nicht funktioniert und Sie eigentlich das Bild einfach wesentlich schlechter machen und den 3D-Effekt einfach dann sich vermiesen, ist es natürlich auch von dem Inhalt her
nicht sehr sinnvoll. Und mit Avatar hat er natürlich gezeigt, wie man so etwas machen kann. Glücklicherweise ist eigentlich auch im Sport die dritte Dimension, also die Tiefe, oft ein wichtiges Gestaltungsmittel, sodass gerade für die Bezahlfernsehsender, die natürlich jetzt hier gerade mit den Sportübertragungen hier ihr Geld verdienen, das auch ein Mittel ist, um jetzt hier Leute zu binden, Zuschauer zu bekommen, um 3D-Bezahlfernsehen auch dann in den Markt zu bringen. Bei den gestalterischen Effekten muss der Stereo-Effekt muss also überzeugen, aber darf nicht stören. Das ist ein Problem, weil normalerweise bin ich ja gewöhnt, Stereo zu sehen. Das haut mich ja nicht vom Sockel, wenn ich das hier im Kino die gleichen Sehgewohnheiten habe. Das heißt, ich muss jetzt hier leicht irgendetwas übertreiben, will ich mal sagen. Ich muss auch aufpassen, nur, dass ich das nicht zu stark mache und auch nicht zu lange machen, weil ein Film dauert eben doch 1,5 Stunden manchmal. Und da muss ich hinterher rausgehen können, ohne dass ich überanstrengend bin oder ohne dass es mir schlecht geworden ist. Daher muss eigentlich die Aufnahme möglichst dem natürlichen Sehempfinden entsprechend. Und der Stereo-Effekt wird umso größer, je mehr von diesem monokularen Depth-Fuse ich jetzt hier dazu ausnutze. Das heißt, für den, der jetzt hier die Aufnahme macht, ich muss möglichst nah am Geschehen sein, ich muss eine tiefere Aufnahmeposition haben. Und das bedeutet, dass ich jetzt hier, wenn ich jetzt simultan auch noch 2D-Aufnahmen habe, auch getrennte 3D-Standorte brauche, was oftmals eine Schwierigkeit ist und zumindest zu höherem Aufwand führt. Die Frage ist, wie es später mal, wenn alles dann so eingeschliffen ist, dann wird, denn ich erinnere mich, dass diese Diskussion wir auch bei HD machen, denn wir hatten auch gesagt, auch HD braucht andere Standorte und andere Kameraführung als Standard TV und heute haben wir das noch gemeinsam. Downconverter. Ich brauche auch langsame Bewegung der Kameras, weil das Auge und das Gehirn braucht da etwas Zeit, um die Fusion der beiden Ansichten dann durchzuführen. Und vor allem dürfen keine Sprünge in der Konvergenz, also in der Tiefe, erscheinen, weil das gibt es im natürlichen Leben nicht. Und da muss ich achten, wenn ich umschalte von einer Kamera auf die andere, dass die Konvergenzebene stimmt oder auch bei dem Schnitt. Und ich muss auch ein Tiefenbudget vorher festlegen, damit ich damit eigentlich auch dann später diese Anforderungen auch einhalten kann. Und eine sorgfältige Wahl der Stereoparameter ist erforderlich. Was sind die Stereoparameter? Einmal die Stereobasis, also Abstand der beiden Kameras. Je nachdem, was ich da mache, kann ich jetzt hier Stereobasis größer machen. Das wird also gerne gemacht, denn dann wirkt eigentlich der Stereoeffekt eigentlich, die Tiefenwirkung ist dann größer. Der Stereoeffekt wird dann ein bisschen besser, auch gerade wenn die Elemente weiter zurückliegen, außer dieser kurzen Entfernung. Aber ich muss dann aufpassen, weil natürlich auch dann meine Proportionen damit verändert werden. Es kommt dann zum Gigantismus und der Tiefenumfang selbst wird eigentlich geringer. Ich kann den Aufnahmeabstand natürlich, wie auch beim 2D, variieren. Ich kann näher rangehen, kann weiter weggehen und ich kann die Konvergenz ändern. Ich kann also jetzt hier den Punkt, wo das Objekt auf dem Bildschirm erscheinen soll, kann ich jetzt hier entweder vorne hinlegen oder hinten hinlegen. Und ich kann natürlich auch noch die Brennweite variieren, wobei die größeren Brennweiten eigentlich so genannten Kulisseneffekt erzeugen, wo ich dann also quasi so wie bei so einem Kinderbuch, wo ich dann die Seiten aufklappen kann in verschiedenen Ebenen, sich das so darstellt. Wenn ich das alles gemacht habe, kann ich damit aber sehr schöne Aufnahmen machen. Ich brauche also wie gesagt 2 Kameras, die kann ich jetzt hier zusammen auf einen Rig stellen oder ich kann jetzt die beiden Objektive zusammen in ein Gehäuse machen. Aber das Problem, was ich habe, ist, dass für ein natürliches Abbild ich eigentlich im Prinzip nicht nach dem Augenabstand richten muss. Der Augenabstand ist also 6,5 cm und die meisten Objektive sind also breiter, sodass das also nicht möglich ist, die Kamera so dicht zusammenzuhängen. Dazu gibt es so Spiegelrigs, wo ein halbdurchlässiger Spiegel hier angeordnet ist. Und da wird von der einen Kamera ist von hinten aufgenommen, von der anderen Kamera hier über den Spiegel aufgenommen. Hier ist die eine Kamera, hier ist die andere Kamera. Und damit ist es möglich, jetzt hier eigentlich auch beliebige Abstände der Kameras eigentlich einzustellen, auch die kleiner sind als diese 6,5 cm. Das Problem ist nur, der Spiegel beeinflusst wieder die Helligkeit und auch die
Farbe und das muss natürlich hinterher korrigiert werden. Letztes Jahr bei der NAB hat Panasonic bereits eine Kamera gezeigt, die jetzt hier als eine Kamera die beiden Objektive in einem Gehäuse haben. Die Verschiebung jetzt hier, um diese Winkel zu verändern, wird also durch eine kleine Linse gemacht, die innerhalb der Kamera dann sitzt. In diesem Jahr bei der NAB kam auch Sony mit zwei entsprechenden Stereo-Kameras auf den Markt, oder zumindest zur NAB, und auch JVC hat eine solche Kamera da gezeigt. So, kommen wir jetzt nochmal zu den technischen Aspekten. Also, das Wichtigste ist, beide Ansichten dürfen nicht als unnatürliches Stereobild wahrgenommen werden. Das heißt, beide Aufnahmen müssen eigentlich passen. Das größte Problem, was wir haben, ist das Konvergenz-Akkommodationsproblem. Das heißt, was wir vorhin schon gesehen haben, ich habe jetzt hier eine Bildschirmebene. Meine Konvergenz, das heißt, meine Augen sind auf den fernen Punkt eingerichtet, aber die Schärfe, also der Fokus meiner Linsen, sind jetzt hier auf die Bildschirmebene eingerichtet. Das ist etwas, was ich im normalen Leben, im normalen Alltag nicht habe, weil das sind eigentlich gekoppelte Funktionen. Das heißt, immer das, was ich mir hier auch anschaue, da stelle ich auch meine Augen scharf drauf. Das heißt, das ist unnatürlich und da muss ich aufpassen, dass ich jetzt hier diesen unnatürlichen Effekt nicht übertreibe, weil das dann zur Ermüdung und zum Unwohlsein führt. Da gibt es also verschiedene Untersuchungen, wie breit darf eigentlich dieser Abstand sein zwischen diesen beiden Punkten fürs linke und fürs rechte Auge, damit jetzt dieser Abstand nicht zu groß wird. Und man hat so eine Faustformel dann herausgefunden, dass der maximale Abstand zwischen linken und dem rechten Auge ein Dreißigstel der Bildschirmbreite nicht überschreiten darf. Im Normalfall. Es gibt natürlich auch immer da wieder Effekte, die man mal kurz machen kann, um seinen Wow-Effekt zu bekommen, aber das sollte man wirklich sehr vorsichtig machen. Wenn ich also ein Dreißigstel Bildschirmbreite habe und bin bei 1920 Bildpunkten beim HD-Signal, habe ich also jetzt hier für die Darstellung meiner Tiefe insgesamt zwischen Vordergrund hier und Hintergrund hier, also vor negative Parallaxe und positive Parallaxe zusammen, habe ich ungefähr 64 Bildpunkte, die ich dann hier verschieben kann. Wenn ich das auf Standard-TV umrechne, habe ich nur 24 Bildpunkte. Da sehen Sie schon, dass also HDTV zwingend notwendig ist, um gutes 3D-Fernsehen zu machen. So, in der Literatur sind dann auch hier die Möglichkeiten, wo ich jetzt hier welche Objekte hin platzieren kann, habe ich mal beschrieben. Wir haben also hier den Betrachtungsabstand, hier haben wir den Konvergenzabstand, davon also wo das Objekt dann ist. Und das hier ist die Bildschirmebene. Sie sehen, wenn ich jetzt hier ungefähr einen Bildschirm habe mit etwa 1 Meter Diagonale, dann kann ich jetzt hier Elemente, ohne dass es Unwohlsamkeiten gibt, also ungefähr jetzt hier 80 cm vor dem Bildschirm oder 18 Meter hinter dem Bildschirm platzieren. Beim Kino ist es noch weiter, aber beim Computerbildschirm ist es jetzt hier wesentlich weniger. Und wenn Sie ein Handy nehmen, dann haben Sie eigentlich noch, also ein mobiles Gerät, haben Sie noch weniger Möglichkeiten, jetzt hier mit der Tiefe dann zu spielen, ohne dass es jetzt hier zu Ermüdungen und sonstigen Beeinträchtigungen dann kommt. Das heißt, Sie haben eine komfortable Zone, die sich jetzt hier um diese geplante Schirmebene herum bewegt. Und das müssen Sie natürlich jetzt hier in Ihrer Produktion berücksichtigen. Das heißt, Ihre Elemente, Ihre Objekte, die Sie aufnehmen wollen, die dürfen sich nur in dieser komfortablen Zone hier bewegen. Dazu gibt es also auch noch Monitoring-Anwendungen, wie zum Beispiel diesen Stereo-Analyzer von der Fraunhofer Gesellschaft, der im Rahmen des Prime-Projekts gemacht worden ist, wo man hier direkt dann sieht, wie ist die Verteilung zwischen den Punkten im Vordergrund und im Hintergrund, wo auch noch ein paar andere Variablen dann automatisch ausgerechnet werden, um jetzt eine Hilfe zu geben für denjenigen, der die Produktion jetzt hier durchführt. Gerade bei Live-Aufnahmen ist das also ganz wichtig, dass das dann da gemacht wird. Bei der anderen Produktion habe ich dann zum großen Teil noch die Möglichkeit, das in der Nachbearbeitung dann zu machen, nach dem Motto Fix it in the Post. Aber auch da sollte man vorsichtig sein. Was falsch drin ist, ist schwierig auch wieder richtig dann hinterher rauszubekommen.
So, das nächste Problem sind die Aufnahmefehler. Das heißt, mechanische Kalibrierung. Ich habe die beiden Kameras nebeneinander. Die müssen natürlich jetzt hier genau sein. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Bildpunkte von der linken Kamera und von der rechten Kamera leicht versetzt habe, dann versucht natürlich das rechte Auge auf die Elemente zu fokussieren oder zu akkommodieren, die jetzt dazugehören. Es kommt also zu einem Schielen, was natürlich auch sehr unnatürlich ist und auch dann zu Kopfschmerzen führt. Auch Schrägstellung des Sensors muss damit berücksichtigt werden. Was auch wichtig ist, die zeitliche Synchronität der beiden Bilder vom linken und rechten Auge muss gewahrt sein, wie auch wenn ich Kameraparameter ändere, also Zoom oder Schärfe oder sonst irgendetwas, muss das links wie rechts gleichzeitig geschehen. Und ich muss natürlich, wie auch in der Kamera bis jetzt auch gemacht worden, alle Objektivfehler korrigieren. Jetzt nicht nur von dem einen Objektiv, sondern auch von dem nächsten Objektiv. Brennweitenfehler müssen korrigiert werden, Verzerrungen müssen korrigiert werden, Helligkeiten müssen korrigiert werden und auch eine Farbanpassung der beiden Ansichten müssen da gemacht werden. Ein drittes Problem ist die zeitliche Auflösung. Also nehmen Sie mal an, ich habe jetzt hier die Wiedergabe im Shutter-Verfahren, wo ich dann hier immer einmal die linke Ansicht habe, dann die rechte Ansicht, wenn die Zeit in der Richtung geht, dann habe ich die linke Ansicht und die rechte Ansicht, linke Ansicht und so weiter. Wenn ich jetzt hier ein Objekt habe, was sich jetzt hier da bewegt, dann sehen Sie, dass jetzt hier eigentlich zu einem zeitlichen Ort gehören jetzt hier diese beiden Ansichten und die sind zeitlich jetzt hier in horizontaler Richtung verschoben, weil das eine gehört zur rechten Ansicht, der andere zur linken Ansicht, zeitlich gesehen. Und dieser örtliche Versatz, den Sie jetzt hier so aufnehmen, der bedeutet ja jetzt bei uns eine Tiefeninformation. Und da muss man eben aufpassen. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft war das also zu sehen, wenn also ein steiler Pass von links nach rechts gekommen ist und der wurde dann abgefangen und der Ball ging wieder in die andere Richtung, dann sah das so aus, als ob der Ball in unterschiedlichen Tiefen dann fliegt hin und zurück. Es gibt noch eine zweite Anwendung, nämlich ein Stereoeffekt ist einfach dann ausgeprägter, wenn ich wirklich gute Objekte habe mit scharfen Kanten. Das bedeutet, ich brauche eigentlich relativ kurze Belichtungszeiten. Beim Film mit 24 Bildern pro Sekunde führt das dann eigentlich zu ruckelten Bildern. Also wenn ich jetzt längere Belichtungszeiten nehme, dann verwischen natürlich jetzt hier die Bewegung, die Kanten und das führt zu einem schwächeren Stereoeffekt. Deswegen ist es ganz wichtig, ich brauche für 3D-Anwendungen höhere Frameraten. Und James Cameron hat also eine Untersuchung gemacht und hat jetzt hier beschlossen, Avatar 2 voraussichtlich entweder in 48 oder in 60 Bildern pro Sekunde dann zu drehen. Es gibt auch eine neue Arbeitsgruppe bei der SMPTE in der TC21, die DC, die sich jetzt hier mit höheren Frameraten dann beschäftigt. Und auch bei HDTV gibt es jetzt hier Überlegungen, höhere Frameraten dann zu untersuchen. So, Problem 4 hatten wir schon gehabt, das ist die Beachtung der monokularen und bikularen Depth-Skews. Sie dürfen sich also nicht widersprechen. Das Problem 5 hatten wir auch schon gehabt, Beachtung der Scheinfenster, das war dieser zusätzliche Rahmen bei Objekten, die vor dem Fernseher erscheinen und die abgeschnitten sind. Wenn ich das alles beachte, dann kann ich dann also auch eine gute Produktion dann durchführen. Also, alles geklärt, wunderbar, aber ich möchte trotzdem nochmal einen Ausblick geben, wie es jetzt also auch dann weitergeht. Die SMT arbeitet natürlich jetzt hier sehr stark an dieser 3D-Thematik und da gab es also eine Taskforce 3D to the Home, die hat im letzten Jahr einen Report abgeliefert und die Idee war einfach, dass ich sowohl bei Live-Events als auch bei der Produktion eigentlich einen einzigen 3D-Home-Master erzeuge, aus dem ich jetzt hier sämtliche Bilder herausbekomme für meine Distribution, sei es beim Fernsehen, sei es Blu-ray, DVD, sei es Spiele oder sei es auch Handheld-Geräte. Im Moment sind die Leute dabei, die entsprechenden Standards dafür zu definieren. Und eine andere interessante Sache wurde jetzt hier im letzten Oktober veröffentlicht von der ITU. Da hat man nämlich versucht, mal diese verschiedenen Systeme einzuordnen. Und man hat also dann verschiedene Level kreiert und verschiedene Generationen kreiert. Also wir sind jetzt hier im Moment bei der ersten Generation. Das heißt, wir haben ein flaches Display.
wo wir etwas sehen. Da gibt es also Level 1 mit Anaglyphen, macht natürlich keiner mehr. Level 2, das ist das, was normalerweise gemacht wird, Frame-kompatibel, wo ich also jetzt hier die Auflösung entweder horizontal oder vertikal halbiere und beide Ansichten quasi in ein HDTV-Frame rein kopiere, sodass ich die gleichen Übertragungsmedien nutzen kann, nur ein neues Display brauche, 3D-Display. Dann in Level 3, wo ich das gleiche mache, nur diese verringerte Auflösung kann ich jetzt durch Zusatzdaten über diese skalierbare Videokodierung noch mit übertragen, sodass ein entsprechend aufgerüsteter Fernsehempfänger eigentlich dann ein besseres Bild darstellen kann. Und im Level 4 habe ich die service-kompatiblen Verfahren, wo ich eigentlich ein 2D-Bild habe, wo ich dann hier über diese MVC-Kodierung, also Multiview-Coding, mir die andere Ansicht mir noch anschauen kann. Die interessante Sache ist, dass ich beim normalen Fernseher, der jetzt hier H264 empfangen hat, dass ich mir das eine Signal, was ich von Stereo-Sender bekomme, auch als 2D mir anschauen kann. Interessanter ist aber auch die zweite Generation, die jetzt kommt, das ist Multiview-Coding, das heißt, ich kann jetzt hier aus mehreren Betrachtungswinkeln mir das anschauen. Da gibt es auch eine sehr interessante Anwendung, nämlich dieses MVC über die Tiefeninformationen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was darüber erzählen, was auch für die Produktion eine sehr interessante Geschichte ist, jetzt ein Bild und die Tiefe aufzunehmen und zu bearbeiten und daraus dann die Stereoansichten dann zu machen. Aber es ist vielleicht ein andermal noch Zeit dafür. Und die dritte Generation, das sind jetzt hier wirklich dann, wo das Bild auch mehrdimensional ist, also zum Beispiel holographische Displays, aber das sind noch weit in der Zukunft. Aber wir sehen, es ist noch genügend zu tun. Dafür gibt es also auch EU-Förderprojekte. Es lohnt sich mal, in das eine oder andere reinzuschauen, weil wir da doch nette Informationen bekommen, was jetzt hier in Zukunft auf uns noch zukommen kann. So, Fazit also, 3D fürs Kino ist etabliert und auch wirtschaftlich. Die 3D-Technik für die Produktion ist verfügbar, aber wesentlich teurer als die in 2D. Denn ich brauche ja zwei Kameras, die noch miteinander gematcht sein müssen. Ich brauche einen 3D-Prozessor, der jetzt hier diese ganzen Fehler herausrechnet. Ich brauche ein spezielles 3D-Monitoring und ich brauche auch im Prinzip einen doppelten Speicherbedarf. Ob das so ist oder nicht, müssen wir hinterher mal rausfinden. Wir sind gerade dabei zu untersuchen, ob es wirklich bei der zweiten Ansicht die volle Datenrate sein muss oder ob es auch mit weniger geht. Vor allem aber ist ein höherer personeller Aufwand notwendig. Ich brauche einen Stereographer am Set, der jetzt hier gerade diese tiefen Einstellungen dann überwacht und auch dann tut teilweise. Und ein wesentlich höherer Planungsaufwand ist notwendig, weil ich muss ja alles das, was ich jetzt hier erzählt habe in diesen Depth Views und was ich da machen will, muss ich natürlich vorher geplant haben, denn sonst geht es in die Hose. Dazu ist aber relativ wenig Erfahrung vorhanden. Aber Planung ist das A und O. Da möchte ich Ihnen das mal an einem Beispiel mal zeigen, da müssen Sie aber alle mal mitmachen. Ich habe hier so ein paar Symbole mal hier dargestellt und ganz rechts hier gibt es also ein Symbol mit so einem Stereo-Viewer und da kommen Sie mal alle näher dran, da machen Sie mal Ihren Finger da drauf. Also los, auch Sie, kommen Sie her, also der Finger muss jetzt also da drauf sein. Und jetzt denken Sie sich mal eine Zahl zwischen 5 und 15 aus. Aber bitte nur leise, ich darf es also nicht hören. Sie müssen sich also das mal überlegen, was Sie da nehmen. Und dann gehen Sie jetzt hier so viele Schritte, wie Sie jetzt ausgedacht haben, jetzt hier weiter. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel 6 gedacht haben, gehe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da bin ich jetzt hier bei dem Bild hier von Alice im Wunderland. Also fangen wir an. Finger auf Start, Sie denken sich jetzt eine Zahl und jetzt marschieren Sie los, 1, 2, 3 und so weiter. Jetzt sind Sie da, bleiben Sie mit dem Finger bitte da drauf. Jetzt nehme ich mal die Sachen da hinten weg, die brauche ich jetzt nicht mehr. Und ich gehe davon aus, dass Sie ein gutes Gedächtnis haben. Sie erinnern sich an Ihre Zahl noch. Nicht sagen, jetzt gehen Sie die gleiche Anzahl von Schritten wieder rückwärts. Also und bleiben Sie mit dem Finger auf dem Symbol. So, jetzt brauchen wir also die Kamera nicht mehr.
brauchen wir auch die alten Sachen da nicht mehr. Und eigentlich brauchen wir auch alles im Wunderland nicht mehr. Und ich hoffe, wir sind jetzt noch auf einem Symbol gelandet. Und jetzt gehen Sie noch mal 4 Schritte. Sie können sich aussuchen, ob Sie links rum oder rechts rum gehen. Also 1, 2, 3, 4 mit dem Finger und bleiben Sie mit dem Finger auf diesem Symbol. So. Ich noch mal oben das weg. Ich hoffe, Sie sind immer noch auf dem Symbol. Und wenn meine Planung jetzt richtig war, dann sind Sie genau hier gelandet. Sie sehen, bei der FKDG, der FKT sind Sie immer richtig und Sie sehen, was eine gute Planung ausmacht. Also Sie können schon voraussagen, wie es dann weitergeht. So, das war es von mir und ich bin jetzt offen, Ihre Fragen zu beantworten. Ja, lieber Herr Professor Hittge, da kann ich erstmal nur im Namen von allen unseren Webinar-Teilnehmern sagen, Dankeschön, ein großes Dankeschön und ich werde Sie jetzt wieder mit mir gemeinsam online schalten. Ich werde jetzt dazu auch für alle die, die wir jetzt noch als Teilnehmer dabei haben, einen Chat eröffnen, über den Fragen an Sie gestellt werden können. Aber bevor jetzt die ersten Fragen von unseren Zuhörern kommen und unseren Teilnehmern, habe ich doch einige Dinge, die ich gerne sagen möchte und wo ich vielleicht von Ihnen auch noch eine Antwort bekomme. Also was ich als erstes festgestellt habe und gelernt habe, ist einfach, am Set müsste ein Taschenrechner vorhanden sein. Am Set müssten ganz viele Leute mit vielen Formeln und mit vielen Maßbändern sich bewegen, um gegebenenfalls ein vernünftiges 3D-Bild auf ihren Kameras, die auf einer vernünftig abgeglichenen, auf einem vernünftig abgeglichenen Rig sich befinden, zu generieren. Das ist aber nicht so, sondern es gibt ganz viele Leute, die machen dieses Setting zwar am Rig noch ziemlich akribisch und ziemlich genau, aber wenn es dann in die eigentliche Produktion geht, wird das Ganze doch relativ oberflächlich. So, dass man nachher sagt, das machen wir doch dann an irgendeinem Pablo oder an was für einem anderen Gerät, was wir da für die 3D-Produktion und die Korrektur zur Verfügung haben. Was können Sie da unseren Hörern gegebenenfalls als kleinen Hinweis geben? Also im Prinzip ist das richtig. Das gilt im Wesentlichen für die Filmproduktion. Da muss man natürlich dazu sagen, wenn das gut gemacht ist, kann man natürlich auch dann in der Nachbearbeitung noch einiges dann rausholen, was man am Set dann versäumt hat. Was man natürlich nicht rausholen kann, ist oder nur sehr schwer rausholen kann, ist, wenn ich jetzt hier mein Tiefenbudget überzogen habe. Das heißt, ich muss mir vorher Gedanken machen, wie mein Tiefenbudget aussieht. Das heißt also, wo soll meine Leinwand sein? Wo ist mein nahestes Objekt und wo ist mein fernstes Objekt. Und das muss ich wirklich vorher geklärt haben. Da brauche ich auch einen entsprechenden Taschenrechner, eventuell, um das mal herauszufinden, auch welche Objektive ich dazu nehmen muss oder welchen Basisabstand zwischen den beiden Kameras ich da wählen muss. Das ist auf alle Fälle notwendig. Der Rest, der kann man noch teilweise in der Nachbearbeitung machen. Das gilt natürlich nicht für die Live-Produktion beim Fernsehen. Da sind eigentlich diese zusätzlichen Monitoring-Geräte einfach absolut erforderlich. Und da gibt es auch einige schon, die auch in Echtzeit arbeiten, wo ich dann über einen Bildschirm mir auch grafisch mir eine Übersicht verschaffen kann, wie sieht jetzt hier meine 3D-Sachen eigentlich aus, wie ist mein Tiefenbudget, wie sind meine Einstellungen, stimmen die eigentlich mit den theoretisch notwendigen Maßen überein? Haben Sie eigentlich schon mit vielen dieser zusätzlichen Prozesseinheiten arbeiten können und schon mal damit eigene Erfahrungen sammeln können? Also wir haben hier den STAN vom Heinrich-Hertz-Institut und wir hatten jetzt hier auch mal zur Probe eigentlich auch den Prozessor von Sony. Und man kann damit eigentlich schon eigentlich sehr gut arbeiten. Also man kriegt eigentlich da schon eigentlich ganz gute Informationen, die eigentlich auch dem Nicht-Mathematiker eigentlich dann auch visuell schon einen Hinweis geben, was er jetzt machen muss oder wo er aufpassen muss.
Würden Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung sagen und aus dem, was Sie während Ihrer Lehrtätigkeit jetzt mit Ihren Studenten festgestellt haben, dass mit zunehmender Produktionserfahrung einfach auch die Erfahrung zunimmt, wie man gegebenenfalls ein Stereo-3D-Bild generiert, dass es den Zuschauer nicht nach hinten vom Sessel wirft oder eben halt hinter die Leinwand mit seinem Auge zieht? Bedeutet es eigentlich, dass man sagen kann, ich mache eine Ausbildung als Stereograf und bin dann, wenn ich die ersten 10 Produktionen hinter mir habe, so fit, dass ich auch die nächsten 100 noch machen kann? Ja, also Übung, Übung, Übung macht den Meister. Auch hier ist natürlich klar, je mehr Erfahrung ich habe, desto mehr kriege ich auch das Gefühl dafür, wo sollen die Objekte sein, was muss ich jetzt beachten. Und man hat es ja auch an der HDTV-Aufnahmetechnik gesehen, da musste man auch eine andere Technik anwenden und hat sich dann auch erstmal dran gewöhnen müssen. Und das wird hier auch der Fall sein. Nur ist natürlich jetzt hier 3D wesentlich komplexer als 2D und das gehört dann natürlich schon eine wirkliche Übung dazu, einfach so aus dem Handgelenk zu sagen, wie sieht meine Szene aus. Aber es hilft nichts, man muss üben, üben, üben und dann kriegt man das auch hin. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn also wirklich ein Experte das macht, dass er sich auch ohne große Hilfsmittel eigentlich groben Einstellungen bekommt. Was natürlich immer gemacht werden muss mit Hilfsmitteln, sind natürlich dann diese Feinkorrekturen, weil alleine auch die Justage des Rigs eigentlich nie so genau sein kann, dass eigentlich alle Fehler, die jetzt dadurch diese ungleichen Gegebenheiten von linker und rechter Kamera dann auftreten, dass die eigentlich dann ausgebügelt werden können. Wir haben ja schon viele Produktionen sowohl live als auch als Voraufzeichnung stattgefunden in 3D und diejenigen, die diese Produktion durchgeführt haben, haben über ihre eigenen Erfahrungen berichtet. Positive sowohl als auch negative Erfahrungen. Das, was man auf den Symposien, die diesbezüglich gehalten werden, schon oftmals gehört hat, ist einfach die nackte Tatsache, dass der menschliche Körper, sprich unser Wahrnehmungsapparat, die Augen mit zunehmendem Alter, die an Fähigkeit verlieren, 3D wahrzunehmen. Das hat was mit der eigentlichen Akkommodation des Auges zu tun, dass wir also Schärfe nicht mehr so akkommodieren können, wie es eigentlich sein sollte. Zum anderen hat es auch damit zu tun, dass wir, so wie ich auch, im zunehmenden Alter auf Hilfsmittel zurückgreifen müssen. Entspricht das der nackten Realität und muss sich jemand, der heute Mitte 20 ist, damit vertraut machen, dass er eventuell mit Mitte 40 eigentlich seinen Beruf nicht mehr ausüben könnte? Also so schlimm ist es nicht, aber es gibt natürlich eine sehr große Anzahl von Leuten, die auch stereoblind sind oder die auch stereoanormal sehen, also die von sich aus eigentlich schon als Tiefe wahrnehmen können, aber nicht in dem Art und Weise, wie wir es jetzt hier auf dem Bildschirm dann zeigen. Also das ist die eine Sache. Sie haben natürlich recht, im Alter hat man da ein bisschen Probleme mit den Augen, aber das ist ja nicht nur was Schlechtes. Viele Frauen werden auch schöner dadurch, aber auch beim 3D-Fernsehen ist es ja so, das Problem, was ich im Moment habe mit diesem zweidimensionalen Bildschirm, ist, dass ich ja mein Auge betrüge. Ich muss also jetzt hier meine Augen woanders hinneigen und meine Schärfe woanders einstellen. Und da muss ich einen Kompromiss finden. Und wenn ich auch im Alter das nicht mehr so gut kann, dann ist das nicht unbedingt negativ zu sehen, jetzt abgesehen mal von der Schärfe. Die Schärfe ist immer ein wichtiges Mittel für die 3D, für das 3D-Empfinden. Aber ich habe dann die Möglichkeit, dann auch diesen Konflikt zwischen Schärfenebene und Objektebene dann auch dadurch, dass meine Augen das sowieso nicht so gut können, eigentlich dann leichter zu umspielen und ich habe nicht so viel Probleme dann auch mit dem 3D sehen. Ich verstehe. Also das beste Beispiel ist eigentlich der Herr Kluger, der ja, ich sag's mal, im fortgeschrittenen Alter als Stereograf immer noch einen sehr guten Job abliefert und in der Branche eigentlich auch wahrgenommen wird als derjenige, den man als den 3D-Guru in Deutschland bezeichnen könnte. Ja. Ich habe mir noch eine kleine Frage aufgeschrieben und zwar,
Bezüglich der Ausbildung. Es ist ja wirklich so, dass jemand, der sich für die Darstellung von 3D-Signalen definitiv mit größter Vehemenz jetzt entscheidet, dass er eigentlich eine andere Ausbildung durchmachen muss als jemand, der, ich sage, klassisches Fernsehen und klassisches Kino in der Zukunft betreiben und bedienen möchte. Würden Sie sagen, dass man beim Einstieg in das Berufsleben sich schon für den einen oder anderen Weg entscheiden sollte? Oder würden Sie sagen, dass die eigentliche Entscheidung erst während den ersten Produktionen eigentlich gefällt werden kann, wenn man für sich selber entscheiden kann, ja, ich habe genau dieses 3D-Feeling in mir und ich kann das umsetzen, was eigentlich gefordert ist? Also ich würde sagen, eine reine Ausbildung für 3D finde ich also nicht angebracht. Also 3D soll dann natürlich gelehrt werden. Ich brauche natürlich auch eine Ausbildung für 3D, aber das kann man ja hier als Vertiefungsfach machen, als für die Leute, die jetzt hier wirklich Interesse haben. Denn es ist ja vieles, was jetzt hier auch bei der Produktion passiert, eigentlich auch Film und Fernsehen. Und das bedeutet, dass ich auch die gleichen Handwerks, Dinge brauche wie auch beim normalen Film oder im normalen Fernsehen. Ich habe nur zusätzlich noch diese 3D-Geschichten noch mit zu berücksichtigen. Und das bedeutet eigentlich, dass ich jetzt hier eigentlich eine zusätzliche Ausbildung haben muss. Und ich muss das hinterher natürlich über Praxis natürlich dann verfeinern. Ich wäre auch ein bisschen vorsichtig, jetzt hier mein ganzes Berufsleben auf 3D aufzubauen, denn Sie erinnern sich an diese Wellenlinien und es ist also, auch wenn wir heute sehr optimistisch sind, ist es also nicht ganz abzusehen, also gerade beim Fernsehen, inwieweit 3D-Fernsehen sich jetzt hier in den nächsten Jahren durchsetzt oder inwieweit es ein Nischenbetrieb bleiben wird. Sie haben ja während Ihres Vortrags schon eine Zahl genannt. Sie haben davon gesprochen, dass es 7 bis 10 Jahre dauern würde, bis eben die Technik so vorhanden sein wird, dass der große Massenmarkt bedient werden kann und auch zu Kosten bedient werden kann, die wirklich lukrativ sind und wo keiner mehr Geld in den Sand setzen würde. Ich muss ganz ehrlich sagen, Herr Professor Hethke, wir nähern uns unserem Zeitfenster von einer Stunde und so leid es mir auch tut, muss ich uns einfach dazu zwingen, dass wir sagen, wir können leider nicht und dürfen auch nicht länger werden als diese eine Stunde, die wir angesagt haben. Ich möchte nochmal resümierend eigentlich nur das sagen, dass ich mich bei Ihnen im Namen von allen, die an diesem ersten Webinar der FKT teilgenommen haben, bedanke. Und es war ein sehr informativer Vortrag. Es war ein Vortrag, der mit Sicherheit bei vielen Leuten die Alarmsignale, die Alarmglocken hat klingeln lassen. Es hat aufgezeigt, wo man gegebenenfalls für sich selber nachlegen muss. Und wenn ich heute noch aktiv in der Produktion stecken würde, wüsste ich, mit wem ich in den nächsten Tagen telefonieren muss, um gegebenenfalls mir die Informationen zu holen, die ich brauche, um in diesem Haifischbecken, sprich in dem Produktionsmarkt draußen, überleben zu können. Und ich gebe Ihnen noch einmal das Mikrofon, um einen Abschlusssatz, eine Abschlussnachricht an unsere ganzen Teilnehmer herauszugeben, bevor wir dann unser Webinar für heute beenden. Professor Hethke, Sie haben noch mal das Wort. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei den Zuhörern, Zuschauern für die Aufmerksamkeit. Und ich muss sagen, 3D ist eigentlich eine Herausforderung nach HDTV, denn es muss ja auch weitergehen. Wir müssen uns auch weiterentwickeln. Und 3D ist eigentlich die natürliche Weiterentwicklung des HDTV-Signals. Wichtig ist einfach nur, es ist eine Weiterentwicklung des HDTV-Signals. Das heißt, wir müssen erstmal eine HDTV-Umgebung haben, um dann auch dann 3D aufsetzen zu können. Und die Frage ist nochmal, ob jetzt 3D für alles geeignet ist. James Cameron hat ja gesagt, es ist nicht geeignet. Ich schließe mich dem an, sodass also das 3D-Fernsehen also kein Fernsehen ist für den Alltagsgebrauch, sondern dass wir jetzt hier 3D-Fernsehen für verschiedene Genres bekommen, dass wir jetzt hier nicht davon ausgehen müssen, dass wir jetzt hier uns alle umstellen müssen auf 3D-Fernsehen. So, dann bedanke ich mich ganz herzlich nochmal und wir sehen uns demnächst wieder.
Ich schließe mich dem Ganzen an. Ihr Schlusswort war für mich eigentlich, ich sag mal, so wie in der Kirche, das Amen des Pastors. Und Sie sind heute der Pastor gewesen. Ich bin ja leider nur der Vikar, der die Tür öffnet und den Raum bereitstellt, damit Sie mit Ihrer Nachricht, die Sie verbreiten möchten, nach draußen kommen. Nochmals vielen, vielen Dank und an alle, die an unserem Webinar teilgenommen haben, auch Dankeschön. Was ich leider vermisst habe, sind Fragen von der Zuhörerschaft. Also ich kann ja nochmals ganz kurz hingehen und einfach sagen, wir schauen nochmal in den Chat rein und hier unten rechts sehen wir einen Chatraum. Da steht, wie sehen Sie die Zukunft für die derzeitigen 3D-Systeme ohne Brille? Also, ja, man muss jetzt also sagen, diese derzeitigen autostereoskopischen Displays sind eigentlich für den Gebrauch eigentlich total ungeeignet, weil sie viel zu wenig Views haben. Das heißt, ich habe jetzt hier zu viele Sprünge, das heißt, zum Sehen ist das eigentlich viel zu wenig. Man müsste also da schon über 30 verschiedene Views haben, das heißt, ich brauche nochmal 30 Mal die Datenrate, die ich heute habe. Und das bedeutet, dass ich jetzt hier auf eine neue Technologie setzen muss und da dauert es noch bestimmt 10 Jahre, bis wir da sind. Aber wenn wir erstmal dann soweit sind, ist das eine sehr interessante Technologie, wobei vielleicht bis dahin auch die Volumen-Displays eigentlich dann auch schon weiter sind. Vielen Dank für diese abschließende Stellungnahme und Ihnen wünsche ich einen wunderschönen Sommer, allen Teilnehmern an diesem Seminar das Gleiche, viel Erfolg im Berufsleben und freuen Sie sich auf das nächste Webinar der FKT, was hoffentlich wieder genauso interessant sein wird und genauso viele Zuhörer anlockt wie das diesmalige. Vielen, vielen Dank und eine schöne Zeit. Auf Wiederhören. Vielen Dank.